Heute sind wir zu Gast bei auch einem, den wir schon aus der Gemeindevertretung kennen, beim Thomas Sturm. 50 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter, einen Sohn, Landwirt, der Käsebauer in Luig. An Thomas finden wir überall, wo es eine Gaudi ist, wo es was zum Lachen gibt, ist der Thomas dabei. Egal ob als Bassist bei der Muse oder bei anderen Vereinen. In der Gemeindevertretung habe ich ihn kennengelernt als sehr sympathischen, bodenständigen Menschen, der sich mit Leidenschaft einsetzt, wenn es um seine Sachen geht. Und ich freue mich, dass du weiter tust, weil ich bin mir sicher, dass wir dann weiterhin eine Gaudi haben in die Sitzungen und vor allem auch noch, nach die Sitzungen. Passt. Also Thomas, heute da beim Käsebauern in Luig ist ja für mich gewohntes Terrain, aber als gebürtiger Luiger freue ich mich natürlich sehr, dass du wieder mit an Bord bist. Werden wir uns einmal sagen, wie es in Luig hergeht. Sehr gut. Ich habe natürlich auch an Thomas kennengelernt als sehr, erstens einen lustigen, aber auch sehr emotional, wenn es um Themen geht. Also der weiß sich schon für Dinge einzusetzen und darum bin ich froh, dass er weiterhin bei uns an Bord ist. Und ich werde jetzt ein paar Fragen stellen und du tust kurz antworten, so wie es das gern hättest. Die erste Frage war, was bedeutet für dich, wo ist Sitzenheim? Wolsitzenheim bedeutet für mich sehr viel, weil da ist mein Heimat daheim. Und ich wirklich, das ist eigentlich in Wolsitzenheim, wenn du da lebst, ist echt wirklich, muss ich sagen, das schönste, kurz und wirklich ein gutes Gefühl. Meistens ist es oder so, weil wenn man in der Gemeinde Wolsitzenheim ist, dass man wirklich von Alltag einmal rauskommt, weil man wirklich die Heimat und Brauchtum wirklich da sehr pflegt, da in Wals, Gemeinde Wolsitzenheim. Und mich freut es eigentlich, wirklich, da ich da bei jedem Verein hübsch wenn was zum Mitreden habe. Und es ist wirklich lustig, in Wolsitzenheim da wirklich da zu arbeiten. Mein bin da halt der Käsebauer von Luig und ich habe Landwirtschaft daheim und das ist mir sehr wichtig auch da bei unserer Gemeinde, da man das Landwirtschaft weiterführen kann bei uns in der Gemeinde. Und da sitze ich mir eigentlich gern für die Gemeinde ein. Danke, Thomas. Du hast es jetzt eh schon vorweggenommen. Was sind der Antrieb, was sind deine Hauptthemen? Es hat ja jeder so ein bisschen Vorlieben, für die er sich besonders einsetzt. Was sind das in der nächsten Periode für dich? Aber Ja, das ist eigentlich hauptsächlich ist das für mich die Zusammenarbeit von der Landwirtschaft auf die Wirtschaft hin, weil es ja wirklich ein sehr heikler Punkt ist jetzt momentan in der Krisezeit jetzt, was wir haben da, Inflation so, wirklich alles steigt, die Preise steigen und da wir da wirklich gut zusammenhelfen, das war mein Ziel. Und auch für die Landwirtschaft, dass halt ein wenig gemäßigter wieder die Grund und mit Grund umgeht, wie umgegangen wird, weil wir brauchen den Grund und Boden eigentlich für Lebensmittel produzieren, weil wir unsere Gemeinde, wo ich sitze, ist wirklich da stark. Wir haben da stark aufgestellt, wir Bauern. Wir haben da Gemüsebau, Milchwirtschaft, Hühnerställe, alles Mögliche. Und wenn man durch die Gemeinde, wo ich sitze, durchfährt im Sommer und wenn man die Felder da anschaut, die schauen wirklich gepflegt aus. Und ich meine, da müssen wir wirklich gut zusammenhelfen und dann mal die Landwirtschaft da bei uns in der Gemeinde, wo ich sitze, so weiterführen. danke, Thomas. Ja, Thomas, so wie mit allen anderen Kandidaten mache ich mit dir jetzt einen kurzen Word-Rap. Ich gebe dir über zwei Antworten vor und du suchst für die passende ganz spontan aus, ohne groß zu überlegen, was für die gut passt, das nimmst. Ja. Kennst du dich aus? Dann starten wir gleich. Dann darf ich jetzt gleich einmal sagen, Querflöten oder Boss? Boss. Regler. Konzert oder Kino? Konzert. Schnulzen oder Ringer? Schnulzen. Dirndlkleid oder Hosenanzug passt für dich nicht, darum sage ich Lederhosen oder Anzug. Lederhosen. Lesen oder Fernsehen? Fernsehen. Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule. Kreuzung oder Kreisverkehr? Kreisverkehr. Locher oder Rern? Locher. Was? Danke, Hammers.